Wir sind hier bei Gebrüder Weiß am Standort Maria Lanzendorf. Was heute passiert, das nennt sich Dress Rehearsal. Das heißt, das österreichische Weltraumforum, dessen Transportpartner wir sind, dessen Logistikpartner wir sind, testet hier zum letzten Mal sein ganzes Equipment, Mensch und Material sozusagen, bevor es dann losgeht nach Armenien mit Gebrüder Weiß Anfang kommender Woche. Und dann findet in Armenien ja die nächste Mars-Analogmission statt. Das ist für uns ein sehr komplexes Projekt, wo wir alle unsere Stärken in einem Projekt ausspielen können. Wir haben das Thema Verpackung, wir haben das Thema Zollabwicklung, wir haben einen sehr schwierigen, komplexen Transport in zum Schluss sehr, sehr unwirtliche Gegend, wo extra Brücken und Übergänge über Flussbetten gemacht worden sind, dass wir dorthin kommen und müssen das Ganze natürlich auch wieder retour bringen. Gebrüder Weiß ist das älteste Logistikunternehmen der Welt. Wenn man so eine Vergangenheit hat und auf so eine Tradition schaut, dann ist es auch wichtig, dass man sich um die Mobilität der Zukunft kümmert. Und insofern sind wir sehr interessiert daran, der Forschung standzuhalten und auch ein bisschen unseren Beitrag dazu zu liefern, dass diese Mobilität der Zukunft aufgebaut werden kann. Das ist voll cool, weil wir das einfach hautnah miterleben. Ich meine, heißt ja schon was, dass so viele Mitarbeiter am Sonntag herkommen und sich das anschauen mit ihren Kindern und die ganzen Stationen begutachten. Das spricht schon für sich. Das, was ich total beeindruckend finde, ist jeden, mit dem wir in Kontakt treten. Und zwar wirklich von der Rezeptionistin bei Gebrüder Weiß angefangen bis zu den Menschen auf der Straße draußen. Wir merken, da ist eine Begeisterung dahinter, obwohl die Leute vielleicht gar nicht so direkt im Thema drinnen sind, weil sie sagen, wow, ihr lebt diesen Traum auch für uns ein bisschen mit. Und das andere ist, dass wir eine ganz starke Bildungskomponente haben, weil wir so viel Resonanz erfahren, dass wir junge Leute motivieren können, im Bereich Technik, im Bereich Logistik, auch vielleicht mit den Gedanken zu spielen, auch Karrieren da anzufangen. Das finde ich ganz wunderbar. Die Leute, die dann in 20 Jahren oben am Mars sind, sind jetzt im Kindergarten, in der Volksschule. Wenn ich dann mal das im Fernsehen anschaue und mir denke, okay, einmal am Sonntag war ich da, sehe das live und das ist schon ziemlich cool, wenn man da irgendwie mitgestaltet.